Pop und Powerkorn Mais. Mais ist eine der wichtigsten Anbaupflanzen weltweit. Als erneuerbarer Rohstoff wird Mais ein immer kostbarerer Teil unserer energiehungrigen Gesellschaft. Er ist wertvolles Tierfuttermittel und hauptsächlich in Lateinamerika und Afrika eines der Hauptnahrungsmittel für Menschen. Aber Mais ist nicht gleich Mais. Und je nach Verwendung unterscheidet sich auch sein Aussehen. Eher selten und auch als Ziermais genutzt, Mais mit farbigen Körnern. Der Zuckermais mit viel eingelagertem Zucker wird vor allem für die menschliche Ernährung angebaut. Wohl am meisten angebaut der Zahnmais, der für Tierfutter und Ethanol Verwendung findet. Oft wird er mit dem Rundmais gekreuzt. Kleiner und kompakter dagegen der Popcornmais. Der pufft, weil die Zusammensetzung eine andere ist und bei Wärmeeinwirkung das Volumen ausgedehnt wird und er explodiert oder eben aufplatzt. Mais stammt eigentlich aus Lateinamerika und dort haben ja die Inkas und die Mayas Mais verwendet. Laut Untersuchungen dürfte Mais seit 6.500 Jahren für die menschliche Ernährung verwendet worden sein. Und er ist dann etwa zur Zeit von Kolumbus nach Nordeuropa gelangt und seit Beginn des 16. Jahrhunderts in Spanien, später dann aber auch in Deutschland und in der Schweiz, Italien angebaut, vorwiegend eben für die Humanernährung. Seine Bedeutung als Lebensmittel hat er allerdings, wie bereits Erhebungen in den Jahren 2005 bis 2007 belegen, verloren. Nur noch rund 15% der Weltproduktion wird für die menschliche Ernährung verwendet. Über 60% wird Tieren verfüttert und die restlichen knapp 25% werden verarbeitet zu beispielsweise Treibstoff oder Süßmittel. Mais gehört nicht zu den schwierigen Kulturen. Es ist eine wärmeliebende Kultur, die Pflege vom Boden her braucht. Mais, sage ich immer, lässt viel mit sich machen. Es ist wie ein Hochleistungsross, oder? Man kann sehr viel erreichen, wenn man richtig mit ihm umgeht. Ein Zeitraffer über 4 Tage im Frühsommer zeigt eine Wachstumsphase des Maises, in der er förmlich zu explodieren scheint. Wenn man sieht, was wir da für ein kleines Korn in die Erde legen und das dann mit Stickstoff aus der Luft, den Nährstoffen aus dem Boden, mit dem Wasser, wie sie das umsetzen kann und wenn man den Massenertrag sieht, was die Pflanze da leisten kann, das ist enorm. Jetzt haben wir da den 1,50 Meter und diese Pflanze wird circa 2,80 Meter groß werden. Hier leben Julie und ich. Diesen Weg fährt meine Familie seit 117 Jahren. Ich bin die 4. Generation und hoffentlich folgen mir Generationen über weitere 117 Jahre. Ich bin ein Glückspilz, dass meine Familie sich damals entschied, Land in diesem Teil der maisproduzierenden Gegend zu kaufen. Die Erde ist hier sehr produktiv. Mit dieser Tradition und als Präsident des Minnesota Farm Bureau gehört Kevin Paab zu den Autoritäten im Maisanbau Minnesotas, eines Staates im sogenannten Maisgürtel der USA. Guter Mais ist Mais, der in diesem Teil des Staates in der uns zur Verfügung stehenden Zeit ausreift. Wir pflanzen Ende April und Ende Oktober muss er reif sein, damit wir Zeit haben mit der Ernte, bis der Schnee kommt oder das Wetter umkippt. So kann man es beim Durchgehen prüfen. Indem ich es wegdrücke, erkenne ich, wie stark die Stängel noch sind. Die sind schon sehr brüchig. Das wird vermutlich das nächste Feld, das ich ernte. Wir bauen in der Schweiz rund 60.000 Hektar Mais an. Von der Flächenausdehnung ist die Maispflanze die zweitwichtigste Pflanze. 2 Drittel der Gesamtfläche Mais wird direkt als Silomais geerntet, das heißt, die ganze Pflanze wird einsiliert. Und rund 1 Drittel wird nur das Korn geerntet.
Und der Mais ist die Grundlage für die Tierhaltung. Der große Teil geht direkt in die Tierhaltung. Mais ist relativ problemlos anzubauen und er wirft große Erträge pro Hektare ab. Zusammen mit dem hohen Nährstoffanteil macht ihn das zu einem wichtigen und günstigen Futtermittel. Bei dieser Mischung da haben wir Maisanteil sind 70%. Beim Einsilieren achten wir darauf, dass die Körner möglichst ganz in das Silo kommen. Je kleiner die Oberfläche, je weniger feindliche Stoffe können dem Korn etwas anhaben. Aber dass das Tier dann die Nährstoffe aus dem Korn und aus der Restpflanze wirklich sauber entnehmen kann, haben wir da noch einen Korncracker vorgeschaltet, der uns da diese Körner noch aufschließt. Und da ist dann die Nährstoffe für das Tier verfügbar. Den Maisanbau pflegen wir seit zwei Generationen. Das heißt, 1947 haben wir das erste Mal Mais angebaut. Und seit dieser Zeit ist der Maisanbau ein sehr wichtiges Element für die ganze Produktion. Neben Weizen ist Mais nur eine von vielen Kulturpflanzen, die Wittmer auf seinem Hof im zürcherischen Rickenbach anbaut. Mais ist ein Geschäft. Das Problem, das wir in der Schweiz haben, wir haben einfach zu kleine Flächen, um davon leben zu können. Mit über 20 Hektaren Mais, die Wittmer bei seinem Hof und in der weiteren Umgebung bewirtschaftet, gehört er zu den eher großen Maisproduzenten in der Schweiz. Wir besitzen rund 600 Morgen, was gut 240 Hektaren entspricht. Und dazu bewirtschaften wir mit einem Partner zusammen weitere rund 365 Hektaren. Im Vergleich sind wir vielleicht etwas kleiner als der Durchschnitt, aber für meine Frau und mich gerade richtig. Wir brauchen keine zusätzlichen Arbeitskräfte und im Frühling und Herbst hilft uns unser Sohn, der jedoch selbst einen Vollzeitjob hat. Gut 20% des Maises exportiere ich. Da in unserer Gegend aber Schweine gezüchtet und Ethanol produziert wird, wird rund 40% zu Tierfutter und die restlichen 40 gehen in Ethanolfabriken. Knapp ein Drittel der Gesamtproduktion der USA ging 2015 in die Ethanolproduktion. Beinahe die Hälfte fand als Tierfutter Verwendung und je rund 10% gingen in den Export oder wurden industriell genutzt, beispielsweise als Süßstoffe oder Cerealien. Die USA waren 2015 mit rund 345 Millionen Tonnen der größte Maisproduzent der Welt. Mais ist ein gutes Geschäft und in Rotation mit Sojabohnen ist es sogar noch etwas besser. Die Sojabohne ist eine jüngere Anbaupflanze hier als der Mais, der ja bereits bei den Ureinwohnern Amerikas bekannt war. Eigentlich produzieren alle Farmen hier zu einer Hälfte Mais und zur anderen Sojabohnen, jedes Jahr abwechselnd. Diese Fruchtrotation ist wichtig für den Nährstoffhaushalt der Erde und für die Verwertung der Pflanzenrückstände nach dem Mähen. Die Vorteile, die sich aus der Fruchtfolge ergeben, basieren auf jahrhundertealtem Wissen im Ackerbau. In der Schweiz ist sie sogar vorgeschrieben, wenn Bauern an Subventionen kommen wollen. Dass wir da irgendwie Zahlungen auslösen können im Ackerbau, müssen wir mindestens 4 Kulturen anbauen. Und so ist Mais eine Kultur, die da in der Fruchtfolge kommt. Heute ernten wir rund 15 Tonnen pro Hektar. Als ich aus dem College kam, erhielt jemand, der wo auch immer 12,5 Tonnen pro Hektar erzielte, noch eine Medaille. In den 60er Jahren, 70er Jahren, da waren Maiserträge, Kornerträge, rund 60, 70 Kilogramm pro Are, also sprich pro Hektare 6, 7 Tonnen. Heute sind wir da jetzt bei 11, 12 Tonnen angelangt. Diese enormen Zuwächse haben mit dem Einsetzen von Zuchtprogrammen in den 50er Jahren begonnen
Und neue wissenschaftliche Erkenntnisse trugen das Ihre zu den großen Erträgen bei. Ein Grund ist sicher auch, dass die Züchtung bei Mais einfacher ist als bei anderen Pflanzen. Auf Feldern der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroskop werden jährlich rund 50 neue Maissorten angesät, die Saatproduzenten aus der Schweiz und dem Ausland zur Prüfung angemeldet haben. Die Aussaat erfolgt in der Schweiz an verschiedenen Standorten, wie beispielsweise auf diesem Feld in der Nähe von Regensdorf. Nach 2 Jahren verbleiben dann etwa 30%, die wir auf die Liste der empfohlenen Maissorten setzen. Eine gute Sorte, die sollte einen guten Ertrag bringen bei Körnermais. Da hat es auch Fettsäuren in den Samen drin. Sollte nicht zu viel haben, damit die Fettqualität bei den Schweinen nicht beeinträchtigt wird. Und wenn wir die ganze Pflanze ernten, dann sollte das Pflanzenmaterial, die Blätter und die Stängel so gut verdaulich sein, damit die Tiere, die das fressen, viel Milch geben oder viel Fleisch ansetzen. Und sie sollte möglichst tolerant oder, wenn es geht, sogar resistent sein gegen Krankheiten, die in der Schweiz auftreten. Eine weitere ganz wichtige Eigenschaft in der Schweiz, wo wir viele Täler haben und es manchmal auch stürmt, ist, dass die Sorten nicht umfallen, wenn solche Stürme sind. Ein Zweig der Biotechnologie ist die Gentechnik. Und seit Mitte der 90er Jahre der erste gentechnisch veränderte Organismus, eine geschmackskonservierende Tomate, auf den Markt kam, ist Gentechnik ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, gerade wenn es um Mais geht. Vorgebracht gegen die Technologie wird, dass wir nicht genau wissen, was für Veränderungen möglicherweise noch einhergehen, wenn wir diesen Pflanzen gentechnisches Material übertragen. Man hat Angst vor Wirkungen auf die menschliche oder tierische Gesundheit und immer wieder auch ist die Frage nach Umweltauswirkungen, nach schädlichen Umweltauswirkungen. Gentechnik ist eine Form der Pflanzenzüchtung, eine moderne Form der Pflanzenzüchtung. Und Pflanzenzüchtung basiert auf einer Variabilität im Genpool. Das heißt, man muss schauen, welche Eigenschaften sind zum Beispiel im Mais-Genpool vorhanden, um dann entsprechend Pflanzen zu kreuzen, zu selektieren und nachher auch auf ihre agronomischen Eigenschaften zu prüfen. Und was die Gentechnologie nun machen kann, ist, sie kann gezielt Eigenschaften in diesen Genpool hinzufügen. Das heißt, Eigenschaften wie Insektenresistenz zum Beispiel, die im Genpool nicht vorhanden war, die können wir nun übertragen und können sie der Züchtung nutzbar machen. Vermutlich die größte Veränderung in meinem Leben, zumindest was die Produktion anbelangt, brachte die Biotechnologie. Nämlich die Möglichkeit, über Saatgut mit ganz bestimmten Eigenschaften verfügen zu können, beispielsweise den Schutz vor Insekten oder Krankheiten. Also die gentechnisch veränderten Maispflanzen, die heutzutage kommerziell im Anbau sind, die tragen entweder Insektentoxine, die ihnen helfen, sich gegen Fraßschädlinge zu schützen, oder sie tragen eine Toleranz gegen Unkrautbekämpfungsmittel, sodass die Bauern Unkrautbekämpfungsmittel einsetzen können, ohne Gefahr zu laufen, dass ihre Kulturpflanzen geschädigt werden. Jede Sorte ist anders, man kann auswählen. Je nachdem, was gerade ansteht, entscheidet man sich für eine Eigenschaft, die entweder gegen einen Schädling, gegen eine Krankheit oder gegen Mangel an Niederschlag ausgerichtet ist. In der Schweiz besteht seit 2005 ein vorläufiges Verbot für den kommerziellen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen. Aktuell gibt es für uns in der Schweiz keine gravierenden Probleme im Maisanbau, die mittels Gentechnik gelöst werden könnten. Wir haben Fruchtfolgen, wo wir auch keine großen Probleme mit Krankheiten haben, wo wir das über andere Ansätze eigentlich lösen. Auch die Unkrautproblematik ist, denke ich, in der Schweiz sehr gut gelöst. Ich bin froh, dass wir da in der Schweiz den Strich machen, dass wir da uns auf der anderen Seite bewegen. Ich denke, der Entscheid war richtig, was die Schweiz sich da gemacht hat. Und die Zukunft wird ja zeigen, in welcher Pflanzentechnik das weitergehen wird. In den USA sind mittlerweile rund 90% der angebauten Maispflanzen gentechnisch verändert. Aber es zeichnet sich seit einiger Zeit ein Trend zurück zu konventionellem, nicht gentechnisch verändertem Saatgut ab.
Für konventionellen Mais sprechen vor allem die Kosten für das Saatgut. Gentechnisch verändertes Saatgut kostet zwischen $320 und $370 pro Hektare. Konventionelles Saatgut aber ist bereits zwischen $135 und $173 zu haben. Da gilt es dann allerdings aufzupassen, denn einige Sorten, denen zusätzliche spezielle Eigenschaften fehlen, könnten eingehen oder nur wenig Ertrag abwerfen. Das Ganze hat also vor allem mit der wirtschaftlichen Seite zu tun. Und wenn jemand beim Saatgut sparen und trotzdem einen guten Gewinn einfahren kann, wird er es machen. In der Klimakammer der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroskop werden gentechnisch veränderte Pflanzen, sogenannte GVO-Pflanzen, für verschiedene Versuche angebaut. Wir beschränken uns zum großen Teil auf Labor- und auf Gewächshausversuche und wir schauen, inwieweit diese insektenresistenten Maispflanzen Auswirkungen haben auf eben Nicht-Zielinsekten, die eigentlich durch diese neue eingebrachte Eigenschaft nicht geschädigt werden sollten. Also wir füttern Marienkäfer hier in dem Versuch mit Maispollen, weil das eigentlich der Weg ist, über die sie am meisten Toxin aufnehmen könnten von der Pflanze. Wir arbeiten mit einer relativ neuen Maissorte, die in den USA angebaut wird, die mittlerweile 6 verschiedene Insektentoxine ausbildet. Diese Insektentoxine finden sich alle auch im Pollen. Und Maispollen wird häufig gefressen von Nutzinsekten, also nicht nur von Bienen, sondern auch zum Beispiel von Marienkäfern. Marienkäfer sind wichtige räuberische Insekten, nicht nur im Mais, sondern in vielen landwirtschaftlichen Kulturen. Sie fressen vor allen Dingen Insekten, Blattläuse vor allem. Aber sowohl die Larven als auch die Adulten ernähren sich von Maispollen während der Maisblüte. Und was uns interessiert, ist, inwieweit diese Marienkäferlarven geschädigt werden, wenn sie gentechnisch veränderten Maispollen zu sich nehmen. Wir haben einige Durchläufe gehabt, nicht nur mit Marienkäfern, sondern auch mit anderen Nützlingen. Und nach unserer Einschätzung gibt es eigentlich keine Belege, dass gentechnisch veränderte Pflanzen Risiken erzeugen, die über das Maß von den Risiken hinausgehen, die durch konventionell gezüchtete Pflanzen erzeugt werden. Das ist auch eine Schlussfolgerung von dem Nationalen Forschungsprogramm 59 gewesen und die Schweizer Akademie der Wissenschaften, aber auch eigentlich alle wissenschaftlichen Akademien weltweit sind zu dem Schluss gekommen. Gegen den Maiszünsler hat die Biotechnologie in Bezug auf Insekten über dem Boden das Beste gebracht. Maiszünsler sind kein Thema mehr, weil mich die Technologie, die ins Maissaatgut implantiert wurde, bereits davor schützt. Ah, voilà. Hier sehen wir den Maiszünsler, der sich dadurch den Stängel durchfrisst und eben dann von oben nach unten durchgeht und im schlimmsten Fall dazu führt, dass die Pflanze ganz umfällt. Hat die Raupe die wechselnden Jahreszeiten überlebt, schlüpft der Schädling im Frühling und wird seine Eier auf den jungen Maispflanzen ablegen. Die ganze Maiszünsler-Geschichte könnten wir mit einem GVO-Mais problemlos eliminieren. Das wäre möglich. Wir haben aber jetzt ja die Möglichkeit, und ich denke, da tun wir gut, dass wir den Mehrpreis in Kauf nehmen und da diese Trichogramma ausbringen. Trichogramma sind Schlupfwespen, deren Eier gezüchtet werden, um sie dann bei Bedarf im Frühling auf den Feldern auszusetzen. Die Eier werden in Kugeln aus Stärke eingeklebt und einige Tage vor dem Schlüpfen angeliefert. Für das Aussetzen kommen nun Drohnen, auch Kopter genannt, zum Einsatz. Der ganze Kopter ist GPS-gestützt. Das heißt, im Flugbetrieb habe ich eigentlich nur eine prüfende und kontrollierende Funktion. Der Kopter fliegt die komplette Strecke des Feldes selber ab und wirft GPS-gesteuert ca. alle 6 oder 8 Meter eine Kugel ab. Grundsätzlich werden pro Hektare 100 Kugeln abgeworfen. Das funktioniert sehr exakt.
Im Zeitraum von 14 Tagen kriechen die Nützlinge aus den Kapseln und die Weibchen suchen auf den Maispflanzen nach Maiszünsler-Eiern. Sie legen ihre Eier in die Maiszünsler-Eier, die damit zerstört und zum Nährboden für eine weitere Generation Schlupfwespen werden. Es ist nicht ein hundertprozentiger Bekämpfungserfolg jedes Jahr, aber es ist ein guter Erfolg und ein gutes Projekt, wo wir sehen, dass auch Schädlinge nicht chemisch bekämpft werden können. Diese Schlupfwespe ist ja nur so lang tätig, wie es irgendwo Gelege im Maisfeld hat. Und wenn das Gelege parasitiert ist, hat sie keine Nahrungsgrundlage mehr und dann geht sie auch heim. Auffallend bei Fahrten durch die Weiten Minnesotas sind die vielen Schweinemastbetriebe, teilweise mitten in den Maisfeldern und meilenweit vom nächsten Hof entfernt. Sie sind so verteilt wegen dem Schweinemist, denn so hat man den Mist gleich dort, wo die Felder sind. Eine Anbaupflanze entzieht dem Boden Nährstoffe, die man ihm zurückgeben muss. Mit den Tieren und ihren Exkrementen hat man eine wertvolle Quelle für solche Nährstoffe. Es ist eine Art Kreislauf. Ich glaube, man könnte vielleicht sogar von Recycling vom Feinsten sprechen. Kevin Papp selbst betreibt keine Schweinemast. Der Arbeitsaufwand für ihn und seine Frau wäre zu groß. Das geerntete Korn ist, je nach Lage des Feldes, noch zu feucht, um direkt in Silos gelagert werden zu können. Jeder Farmer hat darum bei seinen Silos auch eine eigene Trocknungsanlage. Ein solcher Behälter fasst zwischen 380 und gut 460 Tonnen. Hier hat es vier davon. Und etwas Mais wird noch anderswo gelagert. Ein Teil wird nur für wenige Monate, das meiste aber über den Winter gelagert. Dass der lokale Bedarf, sei es wegen der Schweinemastbetriebe oder wegen der Ethanolfabriken, so hoch ist, steigert den Wert des Maises. Und so wird bis zum nächsten Frühling eine tägliche Nachfrage nach Mais bestehen. Ethanolfabriken gibt es in den maisproduzierenden Teilen der USA beinahe so viele wie Tankstellen. Und diese Fabriken braucht es auch. Steckt doch in jedem Liter Benzin, der in den Staaten verkauft wird, bereits ein Deziliter Ethanol. Der Verarbeitungsprozess entspricht dem bei einer Getränkedestillerie. Nur, dass wir uns nicht darum kümmern, wie es schmeckt. Wir nennen es Bier, das Resultat nach dem Fermentationsprozess. Die Hefe hat den Zucker aufgefressen und so viel Ethanol wie möglich produziert. Es enthält noch das Fett, die Fasern und das Protein, hat aber bereits 15% Alkohol. Es wäre also ein sehr starkes Bier. Wir spalten den Alkohol ab, konzentrieren ihn und lösen den letzten Restwasser heraus, um schließlich reines Ethanol zu bekommen für unseren Treibstoff. Damit der Alkohol nicht konsumierbar ist, wird ihm ein kleiner Prozentsatz Benzin beigemischt. Rund 490 Millionen Liter Ethanol produziert die in Janesville, Minnesota gelegene Fabrik jährlich. Doch auch das im Verlaufe des Herstellungsprozesses abgesonderte Fett, die Fasern und das Protein finden Verwertung und sind als sogenannte Schlempe zu einem einträglichen Geschäft geworden. Wöchentlich verlässt ein ganzer Zug mit dem wertvollen Tierfutter unsere Fabrik und beliefert Züchter unten in Mexiko. Es wird auch in Containern in die ganze Welt verschifft. Auch aus dieser Produktionsstätte im deutschen Teterow werden Produkte aus Mais in die ganze Welt versandt. So stammt beispielsweise bereits rund ein Viertel des in den USA verbrauchten Füllmaterials für Verpackungen von der Firma Leuk Biowertstoff. Die eigentliche Idee ist gesprungen bei einer Tüte Erdnussflips. Die Rohstoffbasis ist auch Mais und sehr ähnlich. Und wenn Erdnussflips länger offen sind, werden die weich und haben die gleiche Konsistenz wie gutes Verpackungsmaterial. Als wir Verpackungen angefangen haben zu produzieren, hatten wir noch
das komplette Maiskorn genutzt. Das heißt, den Grieß auch mit reingemischt in unsere Rezeptur. Da die Industrie aber fast ausschließlich geruchsneutrales, weißes Verpackungsmaterial fordert, wird nur die Maisstärke verwendet. Dann kommen da noch ein paar Zusatzstoffe aus der Lebensmittelindustrie, wie Kreide, Fette dazu, die aus Maisstärke gutes Verpackungsmaterial machen. Und ein wichtiger Bestandteil für uns ist ein bisschen Wasser. Denn dieses Wasser nutzen wir, indem wir es in dem Produktionsprozess verdampfen, um das Material aufzuschäumen. Das fertig aufgeschäumte Material geht an Kunden im Umkreis von rund 400 Kilometern. Für Lieferungen an entferntere Orte hat die Firma ein Rezept für ein Granulat entwickelt, das der Kunde dann vor Ort mit einem Verfahren, ebenfalls entwickelt und geliefert von Leuk, selbst schäumen kann. So ein Riesensack, da sind 500 Liter drin und der wiegt ungefähr 3,5 bis 4 Kilo. Und dieses Granulat hat ein 36-faches Aufschäumverhalten, sodass man, sagen wir, aus einem LKW 36 LKW-Ladung aufgeschäumtes Material machen kann. Mit der Idee, das Produkt könnte auch als Kinderspielzeug Play-Mais interessant werden, kommt dann auch der Maisgrieß wieder ins Spiel. Man glaubte zwar anfangs, die Eigenschaft der Stärke gut zu verkleben, würde genügen. Wir haben dann aber gemerkt, dass von der Haptik her auch für Kinder, wenn sie es pressen, rollen und schneiden, die Mischung mit Maisgrieß wirklich sehr viel besser anzuwenden ist. Und wir haben unsere Produktionsverfahren aus hygienischen Gründen getrennt. Das heißt, wir produzieren Spielzeug und Verpackungsmaterial auf unterschiedlichen Maschinen. Alle Stoffe, die mit im Playmais drin sind, kommen aus dem Lebensmittelbereich. Wobei es aber so ist, wir produzieren selbst nicht unter Lebensmittelbedingungen. Und wir sagen, es macht viel mehr Spaß, damit zu basteln. Denn an sich ist es geschmacksneutral und schmeckt nach nichts. Es ist ausschließlich als Spielzeug gedacht und nicht als Lebensmittel. Für den Verzehr von Playmais ist das Besteck, das die Firma ebenfalls produziert, also mit Sicherheit nicht bestimmt. Die Teile sind aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt, wobei der Anteil Maisstärke rund 40% beträgt. Playmais wird in die ganze Welt geliefert, so auch nach China, Hongkong und Taiwan. Den Heimatmarkt bilden Deutschland, die Schweiz und Österreich. Gemäß Schuppan finde man hier zwar bereits in rund jedem fünften Kinderzimmer Playmais, aber da sei noch viel Potenzial. Um zukünftigen Umsatzsteigerungen gerecht werden zu können, sind dann auch bereits Erweiterungen des Betriebs vorgedacht. Playmais an sich ist ein Verbrauchsmaterial. Das heißt, es wird gebastelt und danach ist die Packung leer. Es ist ein kurzlebiges Produkt, wobei die Modelle an sich, solange die nicht mit in die Badewanne mit Wasser genommen werden, halten auch die Modelle 10 Jahre und mehr. Mais. Ein Getreide mit nicht zu unterschätzendem Potenzial. Sie sahen Pop und Powerkorn Mais. Sie können diese Sendung in unserem Online-Shop herunterladen. Sehen Sie in unserer nächsten Sendung: Dosierter Hunger. Fasten als neues Heilmittel?